Liebe Zuschauer, fulminanter Wochenauftakt im DAX, aber für Sie 10.000 Punkte hat es dann irgendwie doch nicht gereicht. Nehmen wir da heute einen neuen Anlauf. Was sind die Faktoren, die das eventuell unterstützen könnten? Besprechen wir wie immer mit Oswald Seicher von Flatdeck. Schönen guten Morgen, Oswald. Hallo, Antje. Ja, Oswald, gestern mal gesagt, Mensch, eigentlich könnte es für die 10 reichen. War ein fulminanter Tag eigentlich, nachdem die Brexit-Sorgen gewichen sind. Heute ist das Ganze so ein bisschen mit angezogener Handbremse. Was sind denn jetzt die Faktoren, die für oder gegen den DAX sprechen können? Ja, ich glaube, das Spannendste jetzt während der Sendung wird sein, ob wir während der Sendung die 10.000 Punkte noch schaffen werden und ich meine Krawatte noch wechseln muss, meine 10.000er Krawatte auspacken. Spaß beiseite. Wir haben gestern ja gesehen, 200 Punkte gleich am Morgen und haben dann kontinuierlich weiter uns nach oben gearbeitet, ganz knapp an die 10.000er ran. Und ich habe gestern gesagt, wichtig ist, dass wir eben stabil auf dem Niveau den Tag beenden. Das haben wir auch gemacht. Also der gestrige Tag war sehr gut. Und was auch wichtig war, dass wir heute eben auf diesem Niveau wieder gestartet haben und nicht abgegeben haben. Das heißt, diese Stimmung, dieser Stimmungsumschwung bezüglich Brexit, der gestern gekommen ist, oder ich sage jetzt einfach mal nicht Stimmungsumschwung, die Angst, die wir gestern verloren haben vor Brexit, weil wir wissen ja noch nicht genau, wie es ausgeht, aber zumindest gestern hat man so das Gefühl gehabt, der Finanzmarkt hat die Angst verloren. Das ist, glaube ich, die richtige Wortwahl und das hält heute an. Also wir haben jetzt nicht mehr so viel Angst vor Brexit, kommen es so oder so und das hält an. Ich gehe schon davon aus, wir werden heute die 10.000er Punkte Marke knacken und ansonsten ist alles relativ stabil und es kann ruhig so weitergehen. Auf jeden Fall haben wir diese ganz große Abwärtsbewegung, die wir letzte Woche wirklich gesehen haben, die haben wir überwunden und jetzt passt sie erstmal wieder. Dafür war es im Dow Jones volatiler. Warum denn auf einmal? Die haben ja nur weniger ein Brexit-Problem. Ja, ich habe es gestern schon gesagt, wir haben ein Gap gehabt im DAX von 200, beim Dow Jones nur 150 Punkte, sind dann kontinuierlich nach oben und dann zum Handelsstart erstmal einen Sprung nach oben Richtung 18.000, haben aber dann ziemlich viel abgegeben. Auch das habe ich gestern schon gesagt, wir müssen mit Volatilitäten von guten 100 Punkten am Tag rechnen. Insgesamt waren es dann von Spitze bis nach unten fast 150 Punkte, die wir abgegeben haben. Heute aber auch wieder stabil auf dem Niveau eröffnet, wo wir gestern auch im Laufe des Tages waren. Ich denke, hier diese Abwärtsbewegung hat auch mit der Währung zu tun. Okay, schauen wir da auch gleich mal auf die Währung. Euro zum Dollar sieht man eindeutig, dass sich der Euro sehr schön stabilisiert hat, um am Ende so ein bisschen an Luft zu verlieren. Ja, und das sieht man auch hier. Gestern Nachmittag ist hier plötzlich der Euro schwächer geworden. Das hat zur Folge, dass der Dollar stärker wird. Das ist ja Euro-Dollar, was wir hier sehen. Und genau da ist dann auch der Dow Jones eingebrochen. Ist eh klar, das haben wir schon tausendmal gesagt, immer wenn die Währung stärker wird, ist es nicht gut für die Wirtschaft. Deswegen hier ist der Dollar stärker geworden, deswegen ist der Dow Jones zuerst eingebrochen. Heute ist er wieder zurückgekommen auf das Niveau von gestern und deswegen ist auch der Dow Jones wieder zurückgekommen. Also auch da von der Währungsseite her erstmal wieder Ruhe. Okay, Ruhe an der Währungsfront, auch beim Euro zum Pfund eigentlich nicht so. Der Euro zum Pfund wird deutlich schwächer. Ja, das haben wir gestern gesagt, wenn man so will, dann ist Euro-Pfund die Fieberkurve, die wir gerade haben. Und gestern haben wir schon gesehen, das Fieber geht zurück. Wir sind heute relativ stabil bei 0,77, das heißt also, gestern hat also das Pfund stark zugelegt, der Euro gegen den Pfund stark nachgegeben. Heute sind wir auf dem Niveau von gestern, auch da stabile Verhältnisse erstmal. Und wie gesagt, das Fieber ist zurückgegangen, aber weg ist es noch nicht. Okay, weg ist es noch nicht, das sehen wir noch im Tagesverlauf, spätestens morgen und aller spätestens am Freitag. Genau. Gut, schauen wir mal, wie sich die Brexit-Entwicklung und die Umfrageentwicklung auf den Goldpreis wirkt. Wir haben im Juni einen fulminanten Anstieg nochmal gehabt, den wir ja schon von Dezember bis zum Frühjahr hatten. Nochmal einen draufgelegt nach so einer kleinen Konsolidierung, aber da ist jetzt doch so ein bisschen die Luft raus, ne? Das ist jetzt irgendwie so Sammeln auf hohem Niveau. Ja, auch da könnte man sagen, die Ruhe vor dem Sturm. Ich denke mal, erstmal wird nichts mehr passieren beim Gold bis zum Freitag. Und wenn wir gerade von Fieberkurve gesprochen haben, dann haben wir gesehen, also beim Pfund, da ist das Fieber zurückgegangen. Und hier beim Gold sind wir minimal zurückgegangen, aber wir sind noch relativ auf hohem Niveau. Also man könnte sagen, okay, der Goldpreis oder die Goldfieberkurve, die ist noch relativ hoch und wird jetzt auch mal abwarten bis auf den Freitag, bis wir dann wissen, was los ist. Wenn sich die Sache entspannt, wird der Goldpreis auch zurückgehen. Sollte Brexit doch kommen,
da muss man mal schauen. Wir glauben ehrlich gesagt nicht daran, dass der Goldpreis im Fall eines Brexits wirklich ausbricht. Und ich habe es ja schon gesagt, die Kunden der Flatex, die trauen dieser Sache hier bei 1.300 Dollar nicht. Also wir sehen keine Kauforders dort drinnen, sondern ganz im Gegenteil. Immer wenn wir in Richtung 1.300 kommen, dann verkaufen die Kunden der Flatex, warten, bis der Goldpreis zurückkommt, ungefähr auf 1.200, und dann kaufen sie wieder ein. Also hier wird Gold auch zum Traden verwendet. Und aktuell, wie gesagt, glaubt man nicht, dass wir über 1.300 gehen, und vor Freitag sowieso nicht. Okay, also nicht über 3.300, und der DAX auch nicht über 10, muss die Krawatte nicht wechseln. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, gestern ein fulminanter Wochenstart. Heute tut sich der DAX noch ein bisschen schwerer, obwohl auf Währungsseite und auf Brexit-Seite, Status quo jetzt, zumindest erstmal alles relativ ruhig ist. Wie die Sache weitergeht, natürlich jeden Tag wieder bei der Aktionär TV. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind.